Wir sind in Amerika. Welchen Parfum-Influencer müssen wir gucken? Jeremy Fragrance, komm. Top 10 Man Fragrances. Top 10 Man Fragrances. Also da das Video 1 Minute 38 dauert, glaube ich, er wird uns hinters Licht führen. Dennoch schauen wir uns an. Wir geben ihm eine Chance. Bitte, Jeremy, zeig uns einfach ganz normale Parfums und sag, was vielleicht. Ja. Good day, guys. Jeremy Fragrance here, the number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. Happy Palm Sunday, which was yesterday. The top 10 fragrances for men. So, here they are. Chanel Allure Sport Eau Extreme as the best fresh fragrance. Armani Code Absolue as the best sweet fragrance. Jean Paul Gaultier Ultra Male as the best loud fragrance. Montblanc Legend Spirit as the best cheap fragrance. Office for Men as the best expensive fragrance. Oud for Greatness as the best oud fragrance. Portrait of a Lady as the best rose fragrance. Versace Dylan Blue as the best teenager fragrance. Parfums de Mali Leighton Exclusive as the best creative fragrance. And Dior Sauvage Elixir as the best long-lasting fragrance. Thank you for watching. My fragrances are available at fragrance.one. Okay, also das ist jetzt erstmal, finde ich, das kann man erstmal so stehen lassen. Er wurde gerade die Frage gestellt, warum er nur über, ja, warum er nicht so wirkliche Nischendüfte zeigt. Ich sage euch warum. Sein Main Target Market ist USA und hier trägt keiner Nischendüfte. Also oder wenige Leute. Aber wir können ja nochmal, guck mal, ich sag eins von meinen Düften, okay, was ich jetzt sagen würde. Aber wir machen jetzt, er sagt, was er sagt, ich sag, was ich sage. Eine Sekunde. Good day, guys. Jeremy Fragrance here, the number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. Happy Palm Sunday, which was yesterday. The top 10 fragrances for men. So, here they are. Chanel Allure Sport Eau Extreme as the best fresh fragrance. Best Fresh Fragrance, also ein frischer Duft, okay? Was ist der beste frische Duft? Der beste frische Duft, okay, lass mal kurz überlegen. Würdet ihr sagen, dass Marzocco ein frischer Duft ist? Oder ist das, ist damit etwas eher so 40 Knots? Ja, also ich sag, also 40 Knots, ja, das, ja, Turbino 21, ja. Ah, guck mal. Fresh Fragrance, Best Fresh Fragrance, sorry, sorry to say, sorry to say, Orange Flamingo. Vom Rating her, sorry, sorry, da ist Orange Flamingo drin. Sorry, ja, da muss er sagen Orange Flamingo. Okay, weiter geht's mit dem nächsten. Armani Code Absolue as the best sweet fragrance. Best Sweet Fragrance, der beste süße Duft für mich. Was ist der beste süße Duft aktuell für mich? Kann ich auch ganz klar beantworten. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Und zwar Blonde Amber. Blonde Amber ist nach wie vor das beste süße Parfum. Ist einfach so, wie es ist, Leute. Ich kann es doch nicht ändern. Blonde Amber Number One. So, weiter. Nächster. Jean Paul Gaultier Ultra Male as the best loud fragrance. Best Loud Fragrance. Was ist der lauteste und krasseste Duft, der so am meisten projiziert? Da müssen wir auch ganz klar sagen, entweder Air Tiger oder Buds. Buds hatte ich auch schon im anderen Dings genannt. Buds, Air Tiger. Die Leute im Chat schreiben Air Tiger. Entweder Air Tiger oder Buds. Ja, obwohl, wir haben gleich noch Oud. Wir haben gleich noch Oud. Stimmt. Ja, sorry. Wir haben gleich noch Oud Fragrance. Dann Air Tiger. Air Tiger ist Best Loud Fragrance. Da sind wir uns alle einig. So, Air Tiger ist das lauteste Parfum. Ich glaube, übergeordnet auch auf Parfumo. Es gibt keinen Duft, der lauter ist. Übrigens ein Lifehack, wenn ihr den Duft mögt, nehmt euch so ein Papiertuch, so eine Cevarolle, sprüht mal so das Ding einfach ein mit so 5, 6, 7 Sprüher und legt das in euer Kleiderschrank, wenn ihr den Duft mögt. Wenn nicht, dann vergesst das, was ich gesagt habe. Weiter geht's. Montblanc Legend Spirit as the best cheap fragrance. Best Cheap Fragrance. Interessant, dass er es sagt. Für mich nach wie vor Acqua di Genova. Für mich ist Acqua di Genova einfach, es gehört zu meinem Alltag dazu. Ich finde, das ist ein toller Duft. Für 85 Euro kann man nichts falsch machen. Ich bin da einfach ein krasser Fan von. Also kann ich nichts anderes sagen. Office for Men as the best expensive fragrance. Best Expensive Fragrance. Best Expensive Fragrance. Wir reden von meiner persönlichen, von meiner persönlichen Meinung. Meine persönliche Meinung, da muss ich einfach auch ehrlich sein, ist Number One. Number One Masculine. Für mich selber, wenn wir von einem teuren Parfum reden, ist es einfach so. Ja? Für mich ist Number One der teure Duft, den ich auch selber einfach feiere. Vielleicht würden nicht alle da zustimmen, aber für mich, ja, 750 Euro für 50 Milliliter, das ist mein teurer Duft. Oud for Greatness as the best Oud fragrance.
Best Oud Fragrance ist nicht einfach zu beantworten. Ne? Da zählt natürlich auch Alexandria und so mit rein. Aber ich muss tatsächlich sagen, wir sind ja hier in der Community, die auch schon informiert sind. Und darum würde ich als Best Oud Fragrance, welches auch ein paar andere Facetten mitbietet, dafür ist mir Alexandria zu soft. Ich brauche einen klaren Oud-Geruch. Und dafür ist Buds für mich dann dort. Ne? Alexandria ist richtig, ist auch ein Oud Fragrance, aber für mich ist Buds einfach reinrassiger. Portrait of a Lady as the best rose fragrance. Der beste Rosenduft, der krasseste und beste Rosenduft ist Najasi von Spirit of Dubai. Sowas gibt es von keinem anderen Hersteller. Der Duft ist auch der teuerste Duft bei uns im Shop. 1115 Euro. Das ist, da müssen wir auch nicht drüber argumentieren, das ist der beste Rosenduft, den es gibt. Alternativ, wenn jemand sagt, er hat nicht so viel Geld, gibt es von Kajal noch eine sehr, sehr gute Alternative. Und zwar ist das dieser hier. Der kann ich auch nur jedem empfehlen, den mal zu probieren. Gerade Rose als Mann ist immer ein toller, toller Signature-Duft. In Europa oder gerade in Deutschland, die Leute trauen sich das nicht. Ich sage euch, es kommt sehr, sehr gut an. Und diesen Duft hier, den würde ich an eurer Stelle mal ausprobieren. Wir haben hier eine ganz, ganz tolle Mischung drin mit einer leichten Pfeffer, Süße, Honig und so weiter, aber auch klare Rose. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Weiter geht's. Versace Dylan Blue as the best teenager fragrance. Best Teenager Fragrance. Best Teenager Fragrance. Was ist so ein bisschen jugendlicher? 1.3. Für mich ist das 1.3. Ich finde den Duft, ich würde ihn nicht nur als jugendlich machen, aber ja, Erbapura, nee. Ich finde 1.3. Ich finde preislich, weißt du, das muss ja auch schon irgendwie affordable sein. Weißt du, wenn du jetzt Erbapura, ich gebe dir recht, Erbapura hat auch eine sehr jugendliche DNA. Es kann aber auch, also ich finde 1.3 ein bisschen jugendlicher. Weiter geht's. Parfums de Mali Leighton Exclusive as the best creative fragrance. Der kreativste Duft, wo man wirklich mal sagt, Alter, das ist aber heftig was Neues. Was ist der kreativste neue Duft? Der kreativste neue Duft, lass mal reingehen. Der kreativste neue Duft, was man so nicht gerochen hat. Ja, Dates Delight. Datteln gab es noch nirgendwo. Dates Delight ist etwas Neues. Also diese Dattel-Milch-Cremigkeit. Wir haben hier drin Honig, Pfingstrose, Karamell, Tonkabohne, Zimt, aber halt auch ganz klar Datteln. Und das finde ich, ja, hat sonst so keiner gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich aber auch Figolo sagen, weil diese, wir haben aktuell 600 Düfte im Programm. Kein Duft riecht so wie Figolo. Ne, wir haben hier dieses Iso E Super auf dieser Molekülbasis zusammen mit grüner Minze, Tabak. Und das ist schon, wie wir auch gerade gelernt haben, in der Beschreibung ein richtiger Bossduft. Und darum würde ich sagen, Figolo und Dates Delight sind die beiden Düfte, die ich in der Kategorie nennen würde. Purple Flamingo, ja, Liquid Gold, nö. Tony Iommi, Tony Iommi ist doch kein kreativer Duft, also eine Rummischung. Also das, ja. And Dior Sauvage Elixir as the best long-lasting fragrance. Best long-lasting fragrance. Best long-lasting fragrance. Puh, welches hat eine extrem krasse Projektion und hält sehr, sehr lange? Saturn von Ajwa. Saturn von Ajwa ballert richtig rein. Da hast du recht. Also, was kostet überhaupt? Da hast du recht. Long-lasting Saturn von Ajwa, der ballert rein, ja. Hier haben wir eine Mischung, die mit Oud drin ist. Der Duft kostet im Verhältnis 249 Euro, lässt sich jetzt drüber streiten. Ja, ist schon eine Menge Geld, aber ich sag euch, dieser Duft hier, wenn ihr das Zeug an die Finger bekommt, ist der Ofen aus. Es ist so, gibst du mir recht, dass es auch leichte Alexandria 2 Vibes hat, jegliches, ja? Würdest du sagen, dass das so ungefähr der Fall ist? Ja, von unserem Freund Rajab hat's ja. Also wenn ihr euch vorstellt, wonach riecht dieser Duft, der hat, der ist, geht in die Richtung Alexandria 2. Macht auch von den Noten her am meisten. Ja, also der Duft, wenn ihr das auf die Finger bekommt, gute Nacht. Ja, siehst du? Ja, war doch ein gutes Video. Falls ihr übrigens sparen wollt, grundsätzlich 10% auf die Düfte, schließt gerne hier diesen, werdet gerne Mitglied bei unserem Gentleman's Club. Hier erhaltet ihr
gezückt werden. Hier erhaltet ihr erstmal Naxos natürlich mit dazu. Ihr bekommt einen einzigartigen Code. Ihr könnt 1% auf Uhren, haben auch schon sogar einige genutzt, Nachlass bekommen. Und zusätzlich bekommt ihr 10% auf alle Puffers, ja, auf eure Bestellung und immer gratis Versand, was auch.